Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, und zwar eben hat die Post geklingelt. Bei uns kommen die montags immer ganz früh, schon um 10 Uhr. Normalerweise kommen die unter der Woche kommt es immer so um 14 Uhr. Und da war dieses Päckchen mit dabei. Ich habe hier oben schon das weggemacht, deswegen ist es hier auch offen. Und zwar hat die Pichu mir ein Päckchen geschickt. Und das möchte ich heute mit euch öffnen. Ich mache einmal hier auf. So. Und dann sehen wir ganz viel so Holzwolle. Ich mache das mal vielleicht. Und zwar, ich mache mal das Päckchen auf die Seite, weil mein Stativ so ziemlich, ziemlich niedrig ist. Und zwar habe ich mit der Pichu geschrieben, gefragt, ob sie nicht auch vielleicht so einen kleinen Frosch als Folienmagnet hat. Und da hat sie gesagt, ja, sie kann mir einen machen, weil ich bin am Anfang davon ausgegangen, sie formt diese Magnete mit Fimo. Und dann hat sie gesagt, nee, sie gießt sie. Und sie hat schon eine Form bestellt. Ich so, nee, du brauchst nicht extra wegen mir eine Form bestellen. Das war mir dann auch ein bisschen unangenehm. Ich habe gedacht, sie kann das mit der Hand formen halt. Und und dann hat sie gesagt, nee, überhaupt gar kein Problem. Sie bestellt den und sie nennt den Boyki. Das Boyki hat damit zu tun mit meinem Nachnamen, weil ich mit Nachnamen Borgmann heiße. Und ich hoffe, ihr seht ihn gut, weil ich habe heute meine Tageslichtlampe an, weil es heute so kalt ist. Nicht so kalt, so dunkel ist. Kalt ist es auch und regnerisch. Und genau, und das ist dieser kleine süße Frosch. Und ich finde ihn echt sehr, sehr süß. Also total niedlich. Voll lieb von dir, Pichu, dass du mir den geschickt hast. Ich habe jetzt auch gar nicht mit der Post gerechnet. Ich habe ihr gestern geschrieben, sie hat ja die Janine hat ein Video hochgeladen gehabt und da hat sie ja das gezeigt. Und da habe ich gesagt, dein Boyki ist da, schickst du mir auch ein. Und ich habe gesehen, in ihrem Shop kann man den jetzt selber einzeln bestellen. Da hat sie gesagt, sie schickt mir einen. Aber dass ich jetzt natürlich so ein Riesenpaket kriege, wie die Janine, hätte ich ja jetzt nicht damit gerechnet. Ja, und zwar, jetzt suchen wir das nächste raus. Wir gucken, dass die ganze Holzwolle mit drin bleibt. Und zwar hat die Pichu hier so eine DMC-Liste, also so eine DMC-Card erstellt. Und dazu gibt es diesen kleinen Boyki. Und diese DMC-Card könnt ihr halt dort kaufen. Da könnt ihr eure Steinchen einkleben. Und zwar ist das angelehnt an, an der Liste, die ich hier schon mal gemacht habe, also die ich hier ins Leben gerufen habe. Sie hat ja schon ein Buch, also sie hat genau das Gleiche. Sie hat auch so ein Buch, in dem man quasi seine Steinchen einkleben kann. Das war ja ihr erstes. Jetzt hat sie das noch mit rausgebracht und das ist angelehnt an dem hier. Das hat sie bei mir gesehen. Genau, weil ich habe halt damals gedacht, ja, jeder macht ja diese Bücher und alle machen ja diese Blätter und ich wollte auf keinen Fall ein DIN A4 Blatt und da habe ich gedacht, ich mache diesen Color Coach. Bei mir heißt es Color Coach. Und genau, ich kann euch mal das Video vielleicht hier oben in der Infobox reinmachen. Und zwar ist es so, ihr könnt euch da kostenlos die PDF dazu ausdrucken. Und dann in dem Video zeige ich, wie man das sich selber herstellen kann. Genau. Und nicht jeder ist ja irgendwie Bastler, sondern es gibt ja auch welche, die sagen, oh, ich habe es nicht so mit Basteln, obwohl das ja nicht viel Basteln ist, das ist eigentlich nur Papier aufeinander kleben. Und ich habe hier so einen großen Buchbinderring drin, damit ich einfach Platz habe zum Umblättern. Aber da könnt ihr, das finde ich fast ein bisschen zu klein, aber man kann es auch auseinander machen und dann ich hätte hier ein bisschen Angst, dass mir das schnell einreißt, weil ich hier nicht so viel Spielraum habe. Aber das könnt ihr euch ja auch noch ändern. Ihr könntet euch auch hier noch einen größeren Ring dran machen. Beziehungsweise man könnte auch hier die Löcher mit Eyelets reinmachen. Man könnte jetzt quasi
Ich zeige es euch mal. Wo habe ich jetzt mein Cropped-Teil? Wo ist sie? Wo ist die hin? Da. Es gibt so eine Lochzange, eine Cropped-Teil. Die kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Die ist super. Damit könnt ihr Löcher stanzen und so Eyelets reinmachen. Und da könntet ihr jetzt euch zum Beispiel so Eyelets reinmachen in die Löcher und dann franzen sie nie wieder aus. Ja, also das ist auch eine gute Sache. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen bei meiner Liste. Vielleicht bestelle ich mir dann so grüne und mache die bei mir in der Liste rein. Also ich werde natürlich weiterhin meine Liste verwenden, weil ihr seht ja, ich habe hier meine ganzen Steinchen schon eingeklebt. Und das war schon viel Arbeit und ich möchte natürlich die auch selber zu Ende bringen. Ist doch irgendwie handgemacht. Hier kann ich vielleicht meine AB-Steine reinkleben, wenn ich mal genug habe. Bis jetzt habe ich, glaube ich, 10 Farben. Genau. So viel zu der Liste. Also wie gesagt, wenn einer jetzt nicht so sagt, er möchte nicht so basteln, kann er sich ja die dann kaufen. Und kann dann hier seine Steinchen reinkleben. Man sieht auch, das wird relativ dick. Also es ist jetzt mit Steinchen schon so dick. Deswegen wird es ein bisschen knapp hier mit dem Ring. Also ich würde euch empfehlen, macht da einen größeren Ring rein. Beziehungsweise Pichu, ich würde dir auch empfehlen, da vielleicht, wenn du die nächsten Listen verkaufst, da einen Ring reinzumachen, der so mindestens... Was hat der? Der hat, glaube ich, wahrscheinlich 2 Zentimeter, so wie das aussieht. Wo habe ich einen Lineal? Der hat den Durchmesser von 2,2 Zentimeter. Da würde ich empfehlen, also wer die Liste schon gekauft hat, ist ja gar kein Problem, tauscht den Ring einfach aus gegen einen breiteren. Weil ihr seht, jetzt sind schon Steine reingeklebt hier. Und das wird schon dick. Es wird schon dick. Und das schafft der Ring schon gar nicht mehr. Ja. Ich meine, ich habe auf allen Seiten Steine, also dicke wird es nicht mehr. Aber es soll ja auch locker sein. Man will es ja dann auch noch blättern können. Seht ihr? Das wird der Ring gar nicht mehr schaffen. Ja. Aber das ist ja kein Problem, Pichu. Mach da einen größeren Ring rein. So. Das ist der Borki, den gibt es jetzt zu der Liste dazu. Den stecke ich mal hier hin, den finde ich sehr, sehr süß. Und dann hat sie mir noch etwas geschenkt. Und zwar eine Tasse. Und ich denke, dass es so eine ähnliche ist, wie die liebe Janine hat. Ups, ich mache hier mal auf. Ja, ist nur auf einer Seite. Ups, wie so eine Muffinschachtel oder Cupcake-Schachtel. Mit Sichtfenster. So. Und auch schön eingepackt und oh, schön. Wie schön. Eine Heidi-Tasse, eine Handcraft and Wedding-Tasse. Und das passt ja super hier voll schön drauf mit dem Rosa, oder? Findet ihr nicht auch? Also Pichu, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Tasse. Es freut mich wirklich sehr, dass du mein Logo hier. Wie bist du denn da hingekommen an mein Logo? Ah, ich weiß schon von meinem Selbstpixelbild bestimmt, weil ich habe das nicht gepostet, das Logo, und habe das dann, ja, sehr schön. Also wirklich richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank für diese tolle Tasse. Und ihr wisst ja, ich trinke ja sowieso immer so gern Kaffee, und dann kann ich jetzt die hier immer benutzen, wenn ich hier im Bastelzimmer sitze. Das ist jetzt meine persönliche Tasse. Das sieht gleich mein Mann, die ist nichts für ihn. Aber wir haben eh jeder so seine eigenen Tassen. Habt ihr das auch? Ja, in diesem Sinne, also, ihr könnt euch jetzt hier, dass ihr gibt, den Froschi gibt es damit dazu. Ihr könnt euch jetzt entweder die, wo sagen, ich kann das, ich traue mir das zu, kann die hier machen. Und wer sagt, nee, das ist mir auch zu viel Arbeit, der kann sich die kaufen. Oder wo sagen möchte, ich möchte vielleicht alle Steinchen auf einer Liste haben. Ich meine, die Liste bietet es auch. Man kann jetzt zum Beispiel hier auch nur 4 aufkleben, dann hat man auch Platz für 8. Also so wie hier auch. Für 1, 2, 3, 4, also für 4
Ich meinte mit 8 Steinchen, das sind dann runde, vier runde, viereckige, vier AB-Steine, vielleicht noch Strasssteine oder AB rund und eckig sozusagen. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch gefällt's und wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!